der Baron von Zwill. Ja, da geht er. Ah ja. Also muss ich sagen, in dem Sinne Schuhe möchte ich auch nicht stecken. Also, ja, wieso das? Was ist nicht gekriegt? Ja. Der Baron von Zwill, der hat, wie soll man das sagen, der Bub, der schnupft. Okay. Und der sitzt jetzt in Singapur. Ich weiß nicht, der ist schon, glaube ich, seit einem Jahr im Gefängnis oder was. Mhm. Und naja, und die Tochter, das ist auch ein Problem, dem seine Tochter, die hat sich irgendwie einen, der was so gefotzt hat, so geschlagen hat, der haut die Frau. Jetzt ist die in einem Frauenhaus. Ja, Wahnsinn. Ja. Das ist auch, also die sind die alles. Hat's auch ja, die hat es auch getroffen. Und er. Er war doch in Luxemburg, war er. In Luxemburg war der auf der Bank und dann ist irgendwie mit der Lehmann-Pleite damals und ich weiß nicht wie, dann haben sie ihn rausgeschmissen und dann hat er versucht, Selbstmord. Und dann hat er sich, also das ist ein Wahnsinn, dann hat er einen Suizid hat er versucht und seit der Zeit konnte er nicht mehr schnaufen, weil er hat sich doch ins Auto gehockt und dann hat er mit den Autoabgase hat er sich versucht, ich habe mir die ganze Lunge alles kaputt gemacht und seitdem konnte er kaum mehr schnaufen. Du siehst ja, wie der da dahin rutscht. Ja, Wahnsinn. Ah, Wahnsinn. Also Schicksale gibt es schon, ja, da musst du sagen, leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch.